Hallo an alle, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch jetzt meine Variante, wie man den Tacho noch mit OMSI anschließen kann. Also meine Variante ist es mit dem hier, mit einem USB-Isolator, aber da kommen wir danach. Zuerst konzentrieren wir uns auf den Tacho-Rückseite, so gesagt. Die Rückseite hier ist B und hier ist A. Sieht man jetzt ganz schlecht. Auf jeden Fall hier ist A und hier ist B. Gut. Hier haben wir jetzt die ganzen Pins und hier bei B. A ist die Grundfunktion, also für die, damit überhaupt der Dach funktioniert. Mit Stromversorgung halt. Wir nehmen jetzt den Pin 1 auf Kategorie A, die ist hier. Auf euren Tacho. Natürlich geht es nur mit dem Kinsler, also hier, wie ihr schon lesen könnt. Nimmt den Pin 1, da kommen 24 Volt plus drauf. Auf Pin 2 ist es so, wenn man möchte, muss man nicht. Nimmt man jetzt einen Lichtdrehschalter und nimmt jetzt hier dieses Kabel und dann kann man mit anschließen, wenn man Lichtdrehschalter dann umlegt, geht halt dann das Licht vom Tacho an, so gesagt. Muss man nicht, kann man aber. Ich würde es machen, ich habe es nicht gemacht, weil ich ein paar Probleme hatte wegen dem Anschließen, aber ich habe jetzt kein Tacho hier, ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Dann auf Pin 3 mit 24 Volt plus, auf Pin 5 mit 24 Volt minus Masse und dann wieder das gleiche Pin 6 mit 24 Volt minus Masse. Ja, wenn ihr das schon habt, dann schlägt euer Tacho aus beim Anschließen, wenn ihr ihn angeschlossen habt, mit Strom, mit eurem Netzteil. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Und dann sollte er so von 0 bis 30 immer so rauf schwanken. Dann kommen wir zum zweiten mit der Kategorie B. Die ist dann hier neben. Und wir konzentrieren uns jetzt auf Kategorie B. Dafür brauchen wir ein Arduino. Ich habe hier das Arduino Mega 2560, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und wir haben hier halt die ganzen Pins. Wir konzentrieren uns auf diese Seite. Und diese Seite ist für die Kontrolllampen. Und das ist jetzt irrelevant. Aber wir konzentrieren jetzt auf diese. Das ist jetzt so, wir suchen den Pin 10 auf unserem Arduino. Das ist auf die Seite, was ich euch schon gezeigt habe. Der Pin 10 ist hier. Hier. Und dann also wir gehen halt vom Pin 3 von Kategorie B weg auf den Pin 10 auf den Arduino drauf mit einem Jumperkabel. Ja. Dann gehen wir vom Pin 4 weg aufs Arduino auf Pin GND. Der ist hier. Kann man das so zeigen? Man erkennen kann. Ja. GND. Gut. Wenn ihr das gemacht habt, macht euer Tacho auf. Die meisten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ihr habt hier so ein schwarzes Blättchen. Es ist da oben, das müsst ihr runter tun. Und dann seht ihr hier Pins 10, 9 und 8 müssen nach links zeigen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gleich umlegen, die Schalter nach links. Die restlichen müssen alle nach rechts zeigen. Wenn ihr das habt, dann geht es schon nochmal weiter. Dann habe ich hier schon nochmal so einen USB-Isolator, was ich schon vorher gesagt habe. Wenn noch nicht, und keine Ahnung jetzt, weil ich habe mehrmals das Video schon probiert. Ja, zu machen. Und wir haben hier einen USB-Isolator. Der ist ganz wichtig. Wir brauchen nur den und den. Und dafür brauchen wir auch das Arduino. Gut. Und hier habe ich es eh schon stehen, was da steht. Bevor ihr euer Arduino anschließt, müsst ihr den davor anschließen. Das heißt also, bevor ihr Arduino an den PC anschließt, das meine ich halt. Nehmt euren USB-Isolator, hier steckt ihr beim Arduino das Kabel hinein. Dann geht ihr mit dem Kabel hier durch. Ihr kriegt ein Kabel für den Isolator mitgeliefert noch dazu, für den Eingang.
Und dann geht ihr in den PC hinein. So hab's ich gemacht. Das hat der Vorgrund, wenn ihr das nicht macht und ihr habt die Kontrolllampen mit dem Arduino auch verbunden, dann ist es so, dann schlägt der Tacho so komisch aus. Dann will der gar nicht mehr auf Null sein und so. Und das ist halt das Problem. Und das habe ich jetzt somit damit gelöst. Das hat mir ein Kollege zu mir gesagt, hey, hol dir einen USB-Isolator, dann wirst du sehen, das funktioniert auch. Es gibt einen YouTuber, der hat das so gelöst, der hat das mit einem Warnblinkschalter gemacht. Ja. Und funktioniert zwar auch, aber ich finde, diese Lösung ist auch gut. Die funktioniert genauso. Also könnt ihr auch verwenden, so hab's ich gemacht. Ja, dann bei der nächsten Seite kommen wir an. Ihr müsst euch Kaomsi 2.1 herunterladen. Und dann müsst ihr halt die Dateien in den Plugins-Ordner von OMSI reinschieben. Also wenn ihr KOMSI öffnet, den Ordner, dann müsst ihr diese ganzen Dateien rüberschieben in den OMSI 2 Plugins-Ordner. Dann geht es auch hier schon weiter. Öffnet nun den Arduino-Ordner und klickt auf Light and Non-Servo Ino. Wenn das bei euch anders ist, ihr habt bei dieser Datei, also ich habe meine neuere Version, weil ich habe die 2.4, aber die gibt es nicht mehr zum Download, weil OMSI Deluxe Forum ja offline ist. Also man kommt zwar noch rein, aber man kann sich nicht anmelden, man kommt nirgends hinein. Ja, aber da kommen wir später dazu. Und dann drückt ihr nun STRG plus F und dann gibt ihr den Eintrag RPM ein, sucht den dementsprechend und der muss komplett hinaus. Der muss komplett hinaus. Der ganze Eintrag, das zeige ich dann euch eh noch später am PC. Dann müsst ihr noch einmal STRG F drücken und sucht Velocity. Dann habt ihr hier, das machen wir so, dann habt ihr hier den Eintrag. Wir müssen uns auf hier konzentrieren, das ist der Pin, wo ihr dann euren Jumper-Kabel reingesteckt habt, auf Pin 10. Das ist der, oder wo ihr euch immer das möchtet, das kann ich euch nochmal zeigen. So, da Pin 10, das ist das, Pin 10. Wenn ihr jetzt Pin 9 drinnen habt, dann müsst ihr das ausbessern und 9 reinschreiben. So ist das. Ja, und wir konzentrieren uns jetzt auf die Zahl 55 und 423. Dann gehen wir hinunter. Wie ihr seht, ist es hier jetzt geändert. Wir haben aus der 55 eine 32 gemacht und aus der 423 eine 2560. Ja, so müsst ihr das halt machen. Und dann dementsprechend sollte es funktionieren. Aber ich zeige es euch noch am PC und mit der Zahl 32 müsst ihr halt herumprobieren, wie der Tacho flüssig läuft und so. So, wir gehen jetzt nun auf den PC und bis gleich. Ja, angekommen am PC und ich habe euch noch etwas vergessen zu sagen davor. Das ist mir vorhin eingefallen. Ihr müsst noch einen Beitrag rauslöschen. Also wer dieses Video bis jetzt anschaut, sollte es sich bis jetzt anschauen. Das wäre auch sehr, sehr wichtig. Ja, als nächstes packe ich euch die Arduino-Software in die Beschreibung rein, die ihr euch runterladen müsst, beziehungsweise wo ihr die bekommt. Dann noch die COMSI-Software, was ihr runterladen müsst. Ja, jetzt sind wir hier halt, wo ihr halt OMSI runtergeladen habt über Steam oder, ja genau, Steam, ja. Ich habe es in meinem lokalen Datenträger drinnen, dann unter Steam, dann unter Steam Apps, Common, OMSI 2 und Plugins. Da packt ihr eure COMSI-Dateien hinein. Das sind mehrere, ich glaube, die alle. Das sind meistens die alle. Plus Arduino. Packt ihr hinein. Öffnet Arduino. Light and Non-Servo. Dann drückt ihr auf OK. Drückt ihr STRG und F. Sucht nach RPM. Da haben wir schon RPM 8. Und das müsst ihr rauslöschen. Also das braucht ihr gar nicht. Ich lasse es länger, damit ihr es seht. Und raus, aber mit unten noch so ein Leerzeichen.
Ja, und weiter geht's. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich vergessen habe, im Video noch zu zeigen, ja, es gehört noch was rausgelöscht. Ihr müsst noch einmal RPM suchen und da haben wir es auch schon. Case Got, ja, mein Englisch ist irgendwie so scheiße, aber das ist ja kein Problem. Ihr seht ja, was hinausgehört und das löscht ihr jetzt einfach raus. Ja, genau, so. Musst du noch schnell schauen? Ja, perfekt. Und dann sucht ihr nach Velo City. Da haben wir schon Velo City 4. 10 ist euer Port auf dem Arduino, wo ihr vom Pin 3 Kategorie B vom Tacho weggegangen seid und dann auf dem Pin 10. Wenn ihr den Pin bei 9 reingesteckt habt, dann müsst ihr das ändern als 9. Aber das ist meistens Standard, dass hier eine 10 ist und am Arduino meistens eh nie was steckt. Meistens schon, aber ja. Jetzt gehen wir weiter. Aus der Zahl 55 machen wir eine 32. Aus der Zahl 423 machen wir eine 256. Wie gesagt, mit der Zahl 32 müsst ihr ein bisschen herumspielen, herumfummeln, damit der Tacho ein bisschen flüssig läuft. Aber mit meiner Art soll es eigentlich funktionieren, mit dem USB-Isolator und bla bla bla. Dann sucht ihr euch hier den Arduino raus, den ihr habt. Das ist in dem Fall Arduino Mega 2560. Den wählt ihr aus, dann müsst ihr das da auswählen. Und dann hier den COM, das ist hier unter Port, müsst ihr den COM auswählen. Das wird euch dann eher angezeigt. Und dann drückt ihr hier oben auf diesen Pfeil, der nach rechts zeigt, müsst ihr draufdrücken. Und in den meisten Fällen funktioniert es, also sollte es, das hat bei mir auch funktioniert. Zeigt euch hier dann, er lädt das hoch, genau hier unten bei dem schwarzen Feld. Und wenn alles super geklappt hat, dann steht hochgeladen, abgeschlossen, also hochladen abgeschlossen. Wenn das der Fall ist, dann geht ihr jetzt raus. Geht ihr unter Comsi Server hinein und öffnet Comsi Server. Dann, wenn ihr jetzt nur einen Tacho angeschlossen habt, hier könnt ihr euren COM auswählen, den ihr ja bei, ja, wo ich halt vorhin gesagt habe, auswählen. Also, der zeigt euch dann den COM aus, ja, auf welchen halt der Arduino dran geschlossen ist und den müsst ihr auch hier wieder auswählen. Angenommen kommt 3, dann müsst ihr den Haken hinein machen. Ja, ich habe jetzt kein Arduino angeschlossen. Wenn ihr die Lampen mit angeschlossen habt, dann müsst ihr hier und dann einen Haken. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr COMSI offen lassen. Also ihr müsst COMSI offen lassen. Das heißt jetzt also, ihr müsst dann unter Steam OMSI starten und sollte OMSI auch funktionieren. Und wenn ihr es auch ohne Lenkrad, ohne spielt, ihr müsst trotzdem immer zuerst COMSI öffnen. Das hat der Vorgrund, dass dann OMSI immer eine Fehlermeldung zeigt und ja, OMSI gar nicht mehr geöffnet wird. Das verstehen manche, manche verstehen es, manche nicht, vergessen es. Also ihr müsst COMSI immer vor dem Spielen aufmachen. Auch wenn ihr mit dem Lenkrad nicht spielt, aufmachen. Also das ist nur als Warnung, also falls manche dann denken, ja, das hat alles versaut und so. Nee, also ihr müsst COMSI aufmachen und dann sollte das funktionieren. Ja, eigentlich war's das jetzt schon, also mehr habe ich nicht zu sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Aber das sollte, glaube ich, jetzt jedem klar sein, wie was funktioniert. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Tacho anschließen. Ciao!